Wow. Hexenküche heute. Ich war in der gesamten Yamtamtam-Geschichte noch nie so aufgeregt wie heute. Herzlich willkommen bei Yamtamtam. Heute machen wir was super Aufregendes, nämlich Molekularküche. Und damit ich mich nicht selber in die Luft jage, habe ich mir Verstärkung geholt, nämlich den Heiko von der Kochbox. Hallo! Hey, hallo! Was machen wir heute? Wir machen heute molekulare Küche, das heißt Speisen in andere Aggregatzustände, in andere Farben, in andere Formen zu bringen. Wir machen heute essbare Steine, das sind ganz normale gekochte Kartoffeln, die sehen nachher aus wie Steine. Wir machen essbares Moos und wir machen nachher noch, wir verkapseln Flüssigkeiten. Wir machen Himbeersaft und Mangosaft, machen wir einen schönen Kaviar draus. Essbare Steine, kannst du dir da irgendwie was drunter vorstellen? Wenn die Zombie-Apokalypse ausbricht und man gar nichts mehr findet, dann leckt man dran? Der Clou ist halt, dass man Steine kann man ja nicht essen. Also außer der Steinbeißer, aber wir können keine Steine essen. Deshalb haben wir Agalita, dann haben wir einfach Laktose, Milchzucker und wir haben Sepia-Tintenfischfarbe. Ist einfach schwarz, das ist die Tinte vom Tintenfisch, um die Steine nachher so ein bisschen originalgetreu zu machen. Okay, wie geht's los? So, unsere Grundbasis ist eine kleine Kartoffel. Und die sind schon gekocht, ne? Die sind schon gekocht. Jetzt nehmen wir unsere Laktose. Sehr gut. Talent. Und unseren Agalita wird jetzt vermengt. Einfach schön umrühren. So, jetzt nehmen wir unsere Sepia-Tintenfischfarbe. Und du kannst den Farbgrad bestimmen. 125 Milliliter Wasser. Ha, es wird schon grau. Grau ist auch so eine Farbe, das isst man irgendwie selten, oder? So graue. Graues Lebensmittel. Aber das ist ja halt auch die molekulare Küche. Diese essbaren Steine ist jetzt keine vollwertige Mahlzeit, sondern ist einfach nur eine Beilage. Ja? Da kann man ein schönes Stück Fleisch zumachen. Ich finde aber, Kartoffeln sind sowieso immer nur Beilage. So, jetzt haben wir unsere Textur erreicht. Das müssen wir jetzt eine Stunde stehen lassen. Okay. So, die Stunde ist rum. Wir haben hier ein Brett mit vielen Löchern drin. Da kann man die Spieße dann reinmachen. Aber wer so ein Brett nicht zu Hause hat, um Gottes Willen nicht von Mutti oder vom Freund das Schneidebrett zersägen, sondern da kann man auch eine Melone nehmen, wo man die Spieße reinmacht oder eine Zitrone. Unsere Masse füllen wir jetzt in ein Glas rein, dass wir mit der Kartoffel nachher schön eintauchen können. Okay, das ist so lustig, ne? Das sieht wirklich aus wie Beton. Und dann nehme ich einfach so eine Kartoffel, spieße die auf und dann rein. Genau, eintauchen. Kartoffelstein-Cake-Pops. Das kommt jetzt in den Ofen. Bei wie viel Grad? Genau, es kommt jetzt bei 55 Grad eine halbe Stunde in den Ofen. Fertig. Oh, ist das aufregend. So. Krass. Oder? Sehen schon aus wie Steine. Die glitzern sogar ganz mini bisschen. So, den schneiden wir mal an. Krass. So lustig, weil es knirscht nur ein bisschen, aber der Rand schmeckt eigentlich nach nichts so richtig, ne? Und der Rest ist halt Kartoffel, ganz normal. Das sieht interessant aus. Was machen wir? Wir machen essbares Moos aus Kräutern, Petersilie, Schnittlauch. Dann nehmen wir unser Hexenküchen-Olivenöl. So, wir fangen jetzt mal an, die Kräuter zu schneiden. Einfach hier so grob runterschneiden. Machen wir jetzt hier in den Behälter rein. So, jetzt die Knoblauchzehe. Einfach rein? Einfach rein, genau. So, jetzt Schnittlauch. Und einfach wieder in den Behälter mit rein. Hier ist schon mal der Mixer. Genau, den Pürierstab. Dann brauchen wir noch das Olivenöl, ne? Ich persönlich würde jetzt hier 200 Milliliter nehmen. Jetzt einfach volle Kanne pürieren. In dem Falle so lange pürieren, bis sich das alles aufgelöst hat. Aber auch nicht zu viel. Weil Hitze und Licht zerstört das Chlorophyll, dann wird es grau. Dann ist es nicht mehr grün. Genau. So, jetzt machen wir noch ein bisschen Salz ran. Jetzt brauchen wir ein bisschen Säure. Entweder Limette, Zitrone, Weißwein, Melisse. Das wäre natürlich schön gewesen, ich hole mal eine Zitrone. So. Ganz wenig bloß. Schneiden wir uns das so ein. Und dann... Das mache ich aus dem einfachen Grund, dass jetzt kein Kern reinfällt. Auch ein bisschen Show kochen heute. Kochen ist immer Show. Bei mir zu Hause ist eher Freakshow, glaube ich. Und jetzt gießen wir praktisch unser Kräuteröl, ist es ja jetzt, durchs Haarsieb, dass wir wirklich bloß die Flüssigkeit haben. Ah, okay. So, eine große Glasschüssel. Okay. Und ein
Holzlöffel oder irgendwas, was man hat, kann auch aus Plastik sein. Irgendwie, dass wir den Teig gleich so richtig schön kneten können. Okay. Agalita, 200 Gramm. Gibt uns nachher so ein bisschen die Festigkeit. Und einfach Laktose, 200 Gramm. Gibt es da auch eine Alternative, wenn man laktoseintolerant ist? Ja, gibt es eine Alternative, ein anderes Essen. Okay. Also jetzt unser leckeres Kräuteröl. So, schön umrühren. Das Coole ist, man kann das ja alles zu Hause nachmachen, ne? Genau. Die Rezepte, die habt ihr ja. Sieht ein bisschen aus wie Wasabi jetzt. Jetzt haben wir unsere Konsistenz erreicht. Das ist ein schöner Teig. Den müssen wir jetzt einfach durchs Sieb streichen. Ah, es ist wie Siebdruck. So. Und es sieht ein bisschen aus schon wie Moos. Tatsächlich, sieht jetzt schon aus wie Moos. Ja. Gibt es da irgendeinen Trick? Nee, einfach ab. Einfach so von unten. So, jetzt machen wir uns noch ein bisschen mehr Salz. Gut. Und jetzt noch ein bisschen frischen Pfeffer aus der Mühle. Unsere Beilage ist servierfertig. Essbares Moos. Okay, ich bin super gespannt. Ich muss es jetzt kosten. Verrückt. Bisschen von der Konsistenz wie Marzipan, finde ich. Ganz bisschen. Aber es schmeckt halt wirklich nach diesen ganzen Kräutern. Bisschen salzig. Aber voll geil. Yeah. Und jetzt machen wir noch weiter. Jetzt machen wir unseren Kaviar. Okay, auf geht's. Was machen wir jetzt? Es liegen sogar Spritzen rum. Also die Spritzen brauchen wir später, weil ich habe auch ein bisschen Angst vor Spritzen, wenn ich ehrlich bin. Sieht man. Wir verkapseln jetzt Flüssigkeiten, wir machen uns einen eigenen Fruchtkaviar. Wir haben hier einen dicken Mangosaft und einen dicken Himbeersaft. Kann man auch verschiedene Fruchtsäfte nehmen, kann man Apfelsaft nehmen, Ananassaft nehmen. Also da ist es wirklich... Völlig egal. Genau, ist völlig egal. Dann gibt es ein Alginat, das kommt jetzt hier in den Himbeersaft rein. Und das müssen wir jetzt mit einem Pürierstab einfach ordentlich verteilen. Hier müssen wir jetzt 1 Liter Wasser einfüllen. So, jetzt haben wir hier Kalzit. So, mit einem Schneebesen schön verrühren. Wenn das Alginat und das Kalzit aufeinander trifft, fängt es an zu gelieren. Mhm. Also die Flüssigkeit praktisch, unser Himbeersaft, fängt an zu gelieren. Ja, jetzt mit der Spritze aufziehen. Die gibt es in der Apotheke. Da gucken die uns mal ein bisschen komisch an, aber wir sagen, wir brauchen die zum Kochen, dann ist das immer in Ordnung. Und die Verkäuferin so, genau, zum Kochen. So, wir machen jetzt mal kleine Kügelchen, würde ich sagen. Oh, echt, sofort kleine Kügelchen. So, das muss jetzt da drinnen so richtig schön durchgelieren. Ja, wie lange? Ich denke mal noch so 20 Sekunden. Der Sinn der Sache ist bei unserem Fruchtkaviar, dass es außen fest ist und innen noch ein bisschen weich. Jetzt nehmen wir es raus und jetzt spülen wir praktisch das Kalzit von der Flüssigkeit ab, dass es nicht weiter geliert. Na, ich habe auch schon mal Mango vorbereitet. Willst du es mal probieren? Ja. Und jetzt ganz vorsichtig, Tropfen für Tropfen. So, 3 schon für unsere Portion zum Probieren. Hier hast du dein Fruchtkaviar. Bällchen. Mango und Himbeer. Okay. Witzig. Das ist so lustig, weil es ist innen drin immer noch so ein bisschen flüssig und es schmeckt einfach original wie Mango-Himbeer-Dinge. Nur halt in Bällchenform. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Video und vielen Dank fürs Dabeisein. Ja, sehr gerne. Sehr viel gelernt und viele Dinge gegessen, die ich noch nie gegessen habe. Gebt uns gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und vergesst nicht zu abonnieren. Tschüss. Tschüss.